Yu, und da geht's auch weiter hier bei Secret of Mana. Es freut mich, dass du dabei bist, mal wieder, und ich bin gespannt, wo wir als nächstes hin müssen. Geht weg, der Sage ist mal wieder nicht da. Oh, was für ein Glück. Naja, der ist jetzt in Tasnika und das ist westlich von hier. Ich wundere mich natürlich kein Stück mehr. Wir suchen den Sage mal im Westen in Richtung Tasnika. Naja. Gut, dann mal wieder unseren, ja, flügeligen Gefährten rufen und Richtung Westen aufbrechen. Ich hoffe, dass uns der Typ hier auch wieder mal den rechten Weg gezeigt hat. Oh, ich hoffe mal, dass wir hier richtig sind. Einfach mal nach unten fliegen. Okay, wir landen zumindest schon mal irgendwo. Ist das hier Tasnika? Das ist das Schloss von Tasnika. Leute, wir sind auf Anhieb richtig geflogen. Es ist echt ein Traum. Gut, rein ins Schloss. Wenn das mal nicht Yima ist. Takeru, das bist du ja. Was geht ab? Da ist irgendein imperialer Spion hier im Schloss. Und er... Oh oh, er möchte hier den König etwas Böses antun. Wir müssen aufpassen. Okay. Da würde ich mal sagen, suchen wir den König auf. Ich hab ja Angst, dass es etwas Böses abgeben könnte. Und dass wir am Ende kämpfen müssen. Ich glaube, hier haben wir eine Sackgasse, oder? Keine Ahnung. Geht's da rein? Da geht's sogar rein. Hier auch. Sieht aber trotzdem irgendwie nicht wie der Weg zum Thronsaal aus. Es ist hier allem Anschein auch eine Sackgasse. Na super. Sind wir den Weg also ganz umsonst gegangen. Und es ist so, wie ich es vermutet habe und schon mehrfach angedeutet habe. Meistens gibt es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Wege. Und gefühlt, ja, führen immer zwei Wege in Richtung nichts. Es ist echt nicht so toll. Aber okay. Nächste Türe, da wären wir. Wir sind jetzt anscheinend draußen. Gehen wir wieder hinein in den nächsten Abschnitt hier. Noch ist hier immer noch kein Ausblick Richtung Thronsaal. Hier vielleicht. Hier gehen wir durch die ganz großen Räumlichkeiten hinein. Oh, das war die richtige Entscheidung. Wer seid ihr? Ihr müsst die Spione sein. Bitte was? Nein, wart mal eine Minute. Na, ruhig, ihr Spione. Also, nehmt sie mit. Bitte was? Warte, das ist nicht der König, sagt wer. Hä? Was, der König? Hm, wir sind wohl aufgeflogen. Nehmt das. Was hast du getan? Naja, ihr seid einfach eingedrungen hier. Jetzt werde ich euch zerstören. Und wie auch immer, es wird zu einem Bosskampf hinauslaufen, oder? Natürlich, irgend so ein, ja, was ist das? Keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall angreifen. Und zwar mit dem Feuerbuki. Irgend so ein, ja, sieht aus wie so eine Art Ninja oder so, aber keine Ahnung. Ich glaube, der mag kein Feuer. Also, den greifen wir mit Feuerattacken mal an. Dups, dups. Das war's? Ich glaube, das war's irgendwie schon. Wach auf, oder wie auch immer. Oh, wo bin ich? Was ist passiert? Leute, wir haben den König gerettet, würde ich mal sagen. Nice Sache. Und da ist auch Yima. Ich kann es nicht glauben, dass es passiert ist. Einige Kinder haben das Schwert. Oder wie auch immer. Erlaubt mir, euch das zu geben. Ein Schwertorb. Supi. Gar nicht so verkehrt. Okay, der sagt immer wieder das Gleiche anscheinend. Was sagt denn Yima? Ihr hast, oder du hast viel gelernt. Aber es geht weiter. Du musst noch
Lernen, was wahre Courage ist? Bitte, was? Das Imperium ist sehr aggressiv. Und, ja, sie werden ihre Festung errichten. Ich werde gegen das Imperium kämpfen, wie ich es kann. Oder was ich auch immer, was in meiner Macht steht. Du musst den Sarge Joch... Also diesen Sarge müssen wir jetzt besuchen. Du wirst von ihm wahre, ja, Courage oder Kraft oder wie auch immer lernen. Ja, den Sarge suchen wir ja auch schon gefühlte 20.000 Episoden. Ja. Ich vermute mal, wir müssen wieder zum Schicksalsberg und jetzt einfach mal unser Glück versuchen. Irgendwann, ja irgendwann müssen wir den Sarge doch mal antreffen da. Wir werden einfach immer wieder durch die Weltgeschichte gejagt. Es gibt jetzt mindestens schon 3 Parts so ungefähr. Mal gucken. Flamiduam. Wir können hier gerufen unseren Kumpel rufen. Okay. Und dann mal in Richtung Osten. Und schwupps. Hier irgendwo. Ja, ich denke mal, genau, das kleine Stück hier ist dann wohl wieder der Schicksalsberg zum x-ten Mal. Mittlerweile kann ich den Weg auch schon auswendig. Na, weg da, liebe Wespe. Du störst mich ein bisschen. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt einigermaßen unfallfrei hier durchkommen. Die, ja, diese doofen Blumen machen hier am meisten Frust, weil die uns andauernd einschläfern und ärgern und nerven und was auch immer. Okay, komm. Hauen wir ab. Nach Küken, bitte. Ich will keine Gewalt anwenden hier, aber die gehen auch einfach nicht aus dem Weg. Es ist echt schlimm. Es ist echt nicht toll. Okay, komm, rüber. Das muss doch Absicht sein, oder? Dass wir immer wieder diesen Schicksalsberg hoch müssen. Das kann kein Zufall mehr sein. Och nö. Es... So, jetzt kommt doch... Die anderen bewegen sich irgendwie auch nicht. Meine Güte. Ist das ein Fiasko hier. So, komm rüber. Irgendwie, ganz schnell. Das ging schon mal gut. So. Noch einmal hier hinüber, dann haben wir es doch geschafft. So, bitte. Lieber Sarge oder Sarge oder wie ich die auch immer nennen darf. Bitte sei jetzt da. Es kann einfach nicht so schwer sein. So, was laberst du? Hey, geht raus hier. Nein, nicht schon wieder. Okay, der Sarge will dich sehen. Oder euch sehen. Und das ist er anscheinend. Okay, jetzt müsst ihr erst einmal irgendeine Prüfung bestehen oder so. Oder was auch immer, oder mit ihm reden. Sirinaku. Was? Der Meister spricht in einer alten Sprache. Oder heilige Sprache. Erlaubt mir zu übersetzen. Ihr müsst einen Test bestehen. Ja, ich hab's mir schon beinahe gedacht. Nur derjenige wird die wahre Courage hier lernen. Willst du es versuchen? Wir werden es versuchen. Okay, viel Glück. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wir hier einen Test machen müssen. Ich hoffe, es wird nicht allzu schwer. Wer bist du? Okay, komm. Wer hat hier die Axt? Sie hat die Axt. Die Taka. Na, kann ich nicht... Ach Mensch, Kobo hat sich mal wieder festgebackt. Es ist echt zum Mäusemäh. Echt nicht schön. Okay, wir werden hier auf jeden Fall noch einen Boss begegnen. Alles andere würde mich doch schwer wundern. Wir werden verbrannt, wie auch immer. Okay, los, kommt. Schnell, schnell, schnell. Ich kann uns auch gleich schon mal aufheilen. Ach, wir sind wieder eingeschläfert worden. Obwohl hier keiner von diesen doofen, ja, Blumen ist. Aber die können echt ziemlich zaubern, muss man echt sagen.
So, okay, schnell. Heilwasser. Die machen uns echt extrem viel Schaden, Leute. Obwohl wir doch so gut aufgestellt sind, was unsere Magie angeht, zumindest soweit. So, roter Wolfi, hier haben wir auch noch. So, hier können wir hinüber. Ob wir das müssen, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber mal. Schnell, schnell, schnell. Hier hinauf. Bitte lass es den richtigen Weg hier sein. Der richtige Weg sein, wie auch immer. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich langatmig. Ah, okay, die Kiste öffnen wir nicht. Ach, Leute. 7 Schadenpunkte hat es auch echt gebracht jetzt. Was ist jetzt passiert? Oh. What? Hä? Wir wurden alle wieder aufgeheilt? Was ist da passiert? Da muss doch irgendwas mit faulen, schlechten Dingen passiert sein. Keine Ahnung. Hm. Oh. Jetzt beginnt der Test. Gewinne und du hast den Test bestanden. Alles klar. Wir müssen gegen unsere eigenen Leute antreten. Gegen unsere Spiegelbilder. Es scheint fast so. Okay, kommt, Leute. Ein bisschen Magie haben wir ja noch. Feuerball auf alle. Level 4. Ist natürlich auch... Ein Schadenpunkt? Ein Schadenpunkt? Soll das ein Witz sein, oder was? Eigene Spiegelbilder schön und gut, aber Magie wird schon mal anscheinend nichts auswirken. Okay, vielleicht ein anderer Zauber. Wobei, ja gut, Feuer ist anscheinend nicht effektiv. Hm. Ich vermute beinahe schon, dass tatsächlich Zauber gegen unsere Spiegelbilder nichts auswirken. Das heißt, wir sind hier auf unsere Waffen angewiesen. Okay, wir treffen selbst den Gegner aber auch echt kaum. Jetzt mal. Na. Haben wir schon irgendeinen Schadenpunkt bekommen? Irgendwie nicht, ne? Also treffen tun sie uns nicht. Und wir treffen die nach 10 Minuten gefühlt immer. Haben eine Menge KP. Und das? Oder auch nicht? Es kann sich hier um Stunden handeln. Wie komisch ist das, Leute? Die haben andere Haarfarben als wir, andere Kleidung. Aber ansonsten machen die uns nichts. Aber wie viel KP haben die, Leute? Wie viele verdammte KP haben die? Haben die die gleiche KP-Anzahl wie wir? Oder nicht? Wäre auch spannend zu wissen, mal. Ich glaube... Oh. Unser Spiegelbild... Also Takiro wurde besiegt. Und er hat irgendwie, glaube ich, sogar genickt oder so. Also wahrscheinlich ist das Spiegelbild zufrieden, wie wir das geschafft haben. Das war mal ein guter Treffer auf jeden Fall. Und auch Kobo ist down. Na. Noch Taka hält sich wacker hier. Was für ein Reim. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Oh. Wir bewegen uns automatisch. Wir haben gewonnen. Wo ist der Joch? Hm, gut gemacht. Ihr habt eure Herzen zusammengetan. Nichts kann euch aufhalten. Ihr werdet das Schwert beherrschen. Und die Courage bekommen. Liebe auch noch. Ich bin... Hä? Ich bin Joch? Der alte Mann war nur eine Illusion. Ach was. Warum hast du uns nicht sofort geholfen? Naja, ihr wart nicht bereit. Denn eure Augen können hören, aber... Nicht euer Herz.
Ich habe euch eure innere Stärke, ertesten lassen. Geht jetzt. Das Imperium, ja, wird das alte Land wieder auferwachen lassen. Auf den Korallen werdet ihr den Baumpalast finden. Darunter ist die Mana-Festung. Herr Jemini, da wird etwas Schlimmes passieren. Ihr müsst euch beeilen. Das hört sich ja echt schon fast endzeitmäßig an. Okay, wir sind wieder geheilt worden. Das also ist der Typi. Der Sage. Wer hätte das gedacht, Leute? Okay. Wisst ihr was? Ich werde hier den Part beenden. Und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Bei Secret of Mana. Und bis dahin, macht es gut.